Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Mundaun. Wir sind in die Höhle vorgedrungen, aktuell gesperrt, haben rausgefunden, dass Serpentini der Mörder unseres Großvaters ist und schauen mal, was er uns noch so verrät. Lura el comparia su mia taila, tres mia mem. El mo gidò, di mena de aia gidò ad el. Nu è il contract. Oh, quel. El al porta d'une con sé. Auf sich hat sich vielleicht tätowiert. El aia d'une da bunca ciosa. Tuttas duas parts sem obliedes. Nos antenats e magia contr l'onur. Nos ingraziains nostra vita a mio maestro, e non est tutt'una me nie recompensò. Or da quist motiv stu veins nus filz ed abiedis. Reparer quist dürt. Na klar, was kann ich denn dafür? Nur Eisel. Nut move! Elle sim via per incascere il debit in clegia. Oh, una vergogna, da sfurzere un om veil da fer un tel viedis tantus. Ein alt Mann, genau. Aber ein... Sei es gut, Sibylle. Das ist ein Film. Na, mal gucken, was er gemalt hat. Wahrscheinlich irgendwas, wie wir gerade sterben. Stahlbrandgemälde zerstören, Giovannis Haus. Verliert seine Augen. Haben wir noch einen Stift? Damit zerstören. Ja. Gut, damit haben wir uns jetzt selber verletzt. Das war nicht so schlau. Also wir müssen wieder raus und zu Giovannis Haus. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt den ganzen Weg wieder laufen müssen. Aber das könnte ich mir kaum vorstellen. Allegria. Florina. Florina, neu eis. Eis auch nicht in den Skauras. Ich bin lunch nicht mehr, ich bin presto della montagna. Scheiße. Nee, ist nur im Spiegel. Florina! Jeu son! Cordin! Hm. Was machen wir jetzt? Wir kommen hier nicht raus. An dem Bild können wir auch nichts weitermachen. Alles nur wegen so einem doofen Maler. Ach, hier ist jetzt wieder. Alles klar, habe ich nicht gesehen. Wieder die ganzen Etagen runter. Aber ich glaube, die sind zum Leben erweckt, oder? Nee. Aber es speichert, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber ich glaube nicht. Nö, alles gut. Darf ich meine Laterne wieder haben? Na gut, dann erstmal schnell wieder hier raus. Ich möchte nicht unbedingt länger Zeit verbringen als nötig. Und wir müssen zu Giovannis Haus. Da werden wir das Bild finden, das wird zerstört. Aber das wird ja unseren Großvater auch nicht wieder zum Leben erwecken. Er ist ja schon gestorben. Der alte Mann hat den Vertrag immer auf sich, so hat er es beschrieben.
Hier war nichts weiter. Okay. Wir haben natürlich Nacht. Wie sollte es anders sein? Und auch noch eine Vollmondnacht. Wir gucken mal mit dem Fernglas. Haben wir noch ein Fernglas? Ja. Ja, nicht der spektakulärste Mond. So, schnell zum Muffel runter. Gut, wenn sogar extra schnell da steht, wird das nichts Gutes bedeuten. Oh oh. Gut, Elektrik ist kaputt, das heißt Seilbahn brauchen wir nicht nehmen. Aber wir haben ja noch die andere Seilbahn. Also nicht die elektrische, sondern die... Die da unten war, das ist glaube ich unser Muffel, was da wieder blinkt. Wie sind wir denn da hingekommen? Die war hier an dem Haus, ne? Leben die? Glaube nicht. Scheiße, hier ist ein Zaun. Er war vorher nicht da. Doch, die leben. Scheiße. Oh. Ja, steht doch nicht immer wieder auf. Wir müssen nachladen. Hier ist alles zu. Ich glaube, wir hätten doch einen Schlitten nehmen sollen. Oh oh. Hat geschossen. Da hinten irgendwo. Weiß nicht, war der Schlitten oben? Hätten wir den nehmen können? Weiß halt nicht, ob auf uns geschossen wird. Jetzt zielt er auf uns. Ich kann nicht zielen. Jetzt kann ich... Au! Ah! Hä? So hat das nicht getroffen. Jetzt haben wir ihn. Da gleich mal direkt nach. So viel Schuss haben wir auch nicht mehr. Gibst du mir nochmal Munition? Nö, ne? Dinger leuchten nur, mit denen hat es nichts auf sich. Oh, ich möchte nicht wieder in das Haus. Ich will da nicht rein, bitte. Ah, oh Gott, ich wusste es. Drecks scheiß Kackhaus. Ah, nein, wir sind gleich tot. Wir sind tot. Ach Mist. Alter, wo kam er denn jetzt her? Ihr den gesehen? Mist, tut mir leid. Da sind wir leider nochmal gestorben, aber ich konnte es nicht ändern. So schnell wie der da war und ich glaube, Nahkampf können wir selber persönlich nicht, so wie er das gerade gemacht hat. Warum ist die Laterne jetzt? Ne, die ist nicht aus. Ne, aber ich sehe auch keinen Schlitten jetzt hier rumstehen. Da oben vielleicht? Auch nicht, egal, wir laufen jetzt. Ich glaube, das ist schon so gedacht, dass wir hier durchlaufen. Wir gehen wieder hier rechts lang. War eigentlich ein ganz guter Standort. Da hat der eine uns nicht gesehen und den anderen konnten wir uns in Ruhe holen. Es hat wieder nicht getroffen. Der hat getroffen, jetzt haben wir aber den anderen noch. Der ist jetzt beim ersten gestorben, okay. Daneben gezielt. Wir müssen nachladen. Jetzt werden wir gleich getroffen. Ja, das war klar. Gut. Laden direkt wieder nach.
Ach, das Haus da hinten, es macht mich verrückt. Zweimal hat's mich erschrocken. Aber das war nix, diesmal im Vergleich zu der vorletzten Folge. Gehen wir vielleicht auch hier oben lang? Sieht nicht so aus. Wo ist er denn? Hier drüben? Er war gleich beim ersten Mal weg. Ich glaube, der steht nicht wieder auf. Wir laden nach. Ach doch, da kommt er. Das hat er doch vorhin nicht gemacht. Das hätte ich doch gesehen. Ey, wenn das mal kein Kopfschuss war. Bleib gleich liegen. Okay, gut. War ein unnötiger Tod, aber was möchte man machen? So, zumindest kommen wir hier oben raus und müssen nicht wieder in den Keller. Ich denke mal, viel mit umgucken ist jetzt eh nicht mehr. Das Tor hier hatten wir ja geöffnet. Ja, ich möchte jetzt die Laterne nicht in die Hand nehmen. Ich habe gerade überlegt, aber mir ist es doch lieber, wenn wir das Gewehr direkt griffbereit haben. Da kommen die nächsten Gegner. Ist aber nur einer. Könnten wahrscheinlich sogar an ihm vorbeirennen. Aber wenn, dann machen wir es richtig. Den hat es gleich beim ersten, ja. So, hier dürfen wir doch runter, oder? Ja. Ich sehe erstmal keine weiteren. Doch, da unten steht einer. Noch einer. Die gucken beide in die andere Richtung. Wir haben hier halt null Deckung. Ich würde vielleicht lieber erstmal hier von der Seite ankommen. Dass wir erstmal den ausschalten. Und dann den da weiter hinter. Die schwarze Gondel hängt wieder hier unten. Headshot. So, und er dann noch. Ich glaube, der steht wieder auf. Oder auch nicht. Wir haben nicht mehr so viel Munition, aber wir sind am Move angekommen. Ein mit dir, starten. Licht noch an. Und jetzt müssen wir zu Giovannis Haus. Mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt lang? Da hinten war der Tunnel. Entschuldigung. Och nein, jetzt hat sich das Muffel daran aufgehangen. Wie viel Pech kann man bitte haben in einem Spiel? Ach, hoffentlich war ja vorne so ein Muffel-Poster. Ja, wenn man es schnell machen will, passieren dann doch meistens Fehler. Aber ich denke mal, ihr müsst irgendwo so ein Plakat hängen. Ja, war's, genau. Auf ein neues. Diesmal ein bisschen vorsichtiger.
Nicht wieder auf den... Nein. So viel zur Vorsicht. So, und schnell wieder runter. Hoffentlich werden wir jetzt nicht von tausenden Soldaten beschossen. Und schnell zu Giovannis Haus. Bild zerstören, Vertrag zerstören, Spiel zu Ende, alles geschafft. Bin mal gespannt, was es für ein Ende wird. Vielleicht doch unser Großvater wieder aufersteht. Die Leiche wurde ja auch nie gefunden, ne? Wir müssen uns mal ein bisschen an den Anfang wieder erinnern. Es war ja bloß die brennende Scheune. Vielleicht ist er ja doch nicht tot. Hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich glaube, der Jeremias hat auch noch Dreck am Stecken. Gut, ich glaube, wir sollen nicht mit dem Muffel weiter. Ach, Strohmänner wieder. Wir schleichen mal. Ich glaube, wir müssten ihn erst runterlocken, oder? Geht es auch? Ne, geht auch die Treppe hoch, alles klar. Nehmen trotzdem schon mal die Heugabel in die Hand. Wir müssten ihn ja eigentlich gleich verbrennen. Ja. Reicht das Feuer bestimmt wieder nicht aus. Wir müssen trotzdem nochmal reinpieksen. Ja, doch. Gut. Den haben wir. Warte jetzt nochmal kurz, bis das Feuer aus ist. So, wir könnten auch hier durch. Weiß nicht, ob das der Weg ist. Ich würde doch nochmal lieber hier ins Haus gucken. Aber ich möchte mich nicht verbrennen. Na, so viel dazu. Oh nö, hier gibt's nichts weiter. Wir kommen mit dem Auto halt wirklich nicht durch, ne? Oder hat sich das jetzt hier irgendwie befreit? Wartet mal. Nee. Das ist ja alles Stein, das kriege ich nicht bewegt. Nee, ich glaube, wir sollen zu Fuß weiter. Noch ein Strohmann. Ach, jetzt hätte ich eigentlich gern meinen Muffel. Wird die wieder schön alle umfahren. Wir haben bloß noch zwei Zacken an der Gabel. Wie wir wissen, bringt das Gewehr nicht so viel. Ich glaube, wenn wir genau den Kopf treffen da, also dieses Stück Gesicht, was da rausguckt, dann ist das schon geiler. Beziehungsweise dann bringt das schon was, aber... Renn! Renn! Ich glaube, die haben uns... Na doch, der eine hat uns mitgekriegt. Wir hätten hier vorne, hätten wir das Muffel rufen können. Aber da unten auch nochmal an dem Haus. Ach, wir müssen doch zu Giovannis Haus. Entschuldigung, ich war jetzt auf das Haus ganz im ersten Gebiet. Auf das war ich gerade... Ach, scheiße. Natürlich doof gelaufen. Ja, natürlich, das war doch sein Haus hier. Entschuldigung. Da war da noch einer. Wo ist denn der hin? Ich glaube, da hinter dem Stein hier links. Ja. Tor zu, dass hier keiner reinkommt. Weiß nicht, ob wir müssen jetzt wahrscheinlich hier unten reinkommen. Ah, da hatte uns ja der Griff gefehlt. Aber ich kann nichts auswählen aus dem Inventar. Präsentale Buiss!
Nur ai Giovanni? Florina è bovegni da casa le davose noci. Oh oh. Der wieder quella preiti ma lecce della? Das ist eine gute Frage. Und vielleicht finden wir in der nächsten Folge eine Antwort drauf. Bis morgen dann 12 Uhr. Macht's gut.